Jana, bei dir will ich dann. Ja, ich habe drei Fragen, und zwar, ob man in der neuen Version mal weggeworfen an der Windscheibe sehen kann und ob die Scheiben nicht schon werden. Dann die zweite Frage ist, ob der Multiplayer besser synchronisiert wird und ob, wenn ein neuer Zusteller dazu kommt, wird das Spiel nicht mehr stoppen. Und die dritte Frage war, ob die Traktor Marke Ursus in der neuen Version. Zum Thema Multiplayer-Synchronisation fangen wir damit an. Wir werden es beschleunigen, aber wir werden jetzt nicht komplett verändern. Wir haben noch einige, oder das heißt ein paar wenige Bestandteile in Spielen, die wir wirklich aktiv synchronisieren müssen, die wir eben nicht parallel zum Spiel geschehen, die synchronisiert werden können. Die erste Frage, waren die Regentropfen auf den Scheiben. Ja, dazu muss ich sagen, wir haben leider keine Regentropfen auf den Scheiben. Also man sieht die Tropfen nur auf dem normalen Lack und auf den Rädern. Ich glaube, der Stefan hat das auch in der Präsentation gezeigt. Ja, aber auf den Scheiben, ja, bezüglich der Scheibenwischer haben wir aktuell noch keine Lösung, das zu machen, und deswegen sind wir keine Regentropfen. Das ist schon der Kleine. Und zum Thema Ursus können wir am Kürzen nicht machen. No, i wszystkiego dowiedzieliśmy się.